Ja, dann heiße ich Sie hiermit herzlich willkommen zur Saisonauftakt-Pressekonferenz der Berlin Recycling Volleys. Heute bei unserem neuen Trikotpartner, Mazar. Und deshalb freuen wir uns sehr, hier sein zu dürfen. Und ich würde das Wort kurz an unseren Gastgeber Marco Ehlert übergeben. Dankeschön. Ja, mein Name ist Marco Ehlert. Ich bin Partner hier im Hause Mazar. Und ich möchte Sie im Namen der Firma Mazar ganz herzlich hier in unserem Hause begrüßen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir sind seit 2018 Partner der BR Volleys und dieses Jahr das erste Mal auf dem Trikot. Das freut uns natürlich besonders. Und ich wünsche Ihnen eine spannende Pressekonferenz und übergebe das Wort zurück an Herrn Enni. Vielen Dank. Eine kleine Aufmerksamkeit, KW, wollen wir an der Stelle auch noch direkt übergeben. Natürlich was für Sie mitgebracht. Mit dem besten Dank, dass wir das heute hier durchführen können. Oh. Und das ist schon das neue Trikot mit Ihrem Logo hier hinten auch. Wenn Sie das mal hier so halten, dann können wir da mal hier auch ein Foto von machen. Ja? Ja, sehr gut. Sie sehen also vom Design, habe ich neulich auf dem Turnier geschrieben, da sind wir schon, glaube ich, ganz vorne, was das Design des Trikots angeht. Ich hoffe, es gefällt Ihnen auch und vielen, vielen Dank für die Unterstützung und dass wir auch heute die Pressekonferenz hier machen können. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Schönen Grüße an der Zappa. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ja, dann starten wir mit dem inhaltlichen Teil. Zu meiner Rechten begrüße ich KW Nieromand, unseren Geschäftsführer und Manager. Warm welcome to my left side, Cedric Inner, Head Coach of our team since 2018 now. And yes, also warm welcome to our players, which are part of the press conference. Andre Trinidad, our new setter, and Ruben Schott, sollte den meisten hier ja hinlänglich bekannt sein, glaube ich. Ja, dann beginnen wir gerne. KW, hinter dem Verein liegen zwei intensive, herausfordernde Jahre. Unter dem Corona-Einfluss. Wie optimistisch bist du, dass jetzt eine gewisse Normalität einkehrt und wir wieder angesichts der Finalserie aus dem April so weitermachen können, wie wir in der letzten Saison aufgehört haben? Ja, ich bin immer Optimist und möchte mit diesem Optimismus Sie alle auch zu der heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und zeigt, dass der Volleyball weiterhin großes Interesse in Berlin hat bei der Journalie und das gibt uns auch immer wieder eine gewisse Kraft, diesen Sportart in Berlin weiterzuentwickeln und weiter zu treiben. Ja, in der Tat liegen wirklich zwei sehr schwierige Jahre hinter uns. Wir waren keine Ausnahme. Viele andere Menschen und Unternehmen haben auch in den letzten zwei Jahren zu kämpfen gehabt, Herausforderungen gehabt. Und wir waren keine Ausnahme. Es stand tatsächlich auch in der ersten Saison 2021 vieles unter Fragezeichen, ob wir überhaupt dieses Projekt so weiterentwickeln können, wenn es dort die entsprechenden Unterstützung, zum einen die Bundeshilfen, als auch und vor allem die Hilfen durch den Berliner Senat nicht gegeben hätte, wäre es finanziell für uns wie für viele andere Profiklubs in der Stadt sehr schwierig geworden, wirtschaftlich die Projekte weiterzutreiben. Insofern sind wir sehr dankbar. Und auch diese Hilfen hat auch die neue Sportsenatorin das tatsächlich sehr tatkräftig in ihrem Haus durchgesetzt, dass auch für die kommende Saison wir nochmal eine Unterstützung bekommen als Profiklubs, was uns finanziell sehr helfen wird, die kommende Saison zu gestalten. Weil auch wir sind nicht verschont von den Preissteigerungen. Auch wir sind nicht verschont von den Kosten, die unerwartet zugenommen haben. Die bewegen sich durchaus in guter sechsstelliger Höhe bei uns. Und insofern sind wir sehr dankbar, dass diese Hilfen zum einen als Corona-Hilfe beziehungsweise jetzt auch ich habe da als Sprecher der sechs Profiklubs auch sehr eng daran gearbeitet, dass wir in das Entlastungspaket des Senats mit reinkommen, mit der Hoffnung, dass das dann auch positiv beschieden wird.
Insofern schwere Jahre wirtschaftlich hinter uns, aber sportlich, glaube, das Beste, was uns passieren konnte und passiert ist in den letzten Jahren, nämlich nach einem Drehbuch, das hätten wir selber nicht besser schreiben können, im letzten Jahr Meister zu werden, 2-0 zurückzuliegen, auszugleichen zweimal im Friedrichshafen und dann oder beim vierten Spiel in Friedrichshafen auszugleichen und dann vor wirklich vollem Haus, 8500 Leuten innerhalb von 3 Tagen für Volleyball ein Endspiel zu bestreiten, was historisch war und was weltweit keine Konkurrenz hatte, nämlich dass eine Clubmeisterschaft vor 8500 Zuschauern entschieden wird. Weder in Polen, noch in Russland, noch in Italien, noch in Frankreich und in den anderen Ländern sowieso nicht, ist ein Finale vor so vielen Zuschauern entschieden worden. Das hat uns wieder Kraft gegeben. Parallel dazu muss ich auch erwähnen, nicht nur die 5 Spiele über diese Serie bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Wir haben natürlich auch auf unsere Nachbarn geschaut in Potsdam, wie toll die das Produkt Volleyball dort auch inzwischen entwickelt haben, auch im Endspiel waren, auch über 5 Sätze gegangen sind. Und ich kann mich erinnern, habe ich mir das Spiel auch noch angeguckt, der Meisterschaftsball war schon in der Luft, wo die Angreiferin aus Potsdam leider den Ball nicht, oder Gott sei Dank, je nachdem, mit welchem Auge man das sieht, aber aus Nachbarn, sage ich mal, leider den Ball nicht verwandelt hat und nicht die Meisterschaft nach Potsdam geholt hat, denn damit hätten wir dann Berlin-Brandenburg als die Domänen des Volleyballs hier präsentieren können. So, das gibt einem wieder Kraft. Wir haben an der neuen Mannschaft gearbeitet, aber dazu kommen wir ja gleich bestimmt noch. Also insofern, trotz der schwierigen Jahre, mit Optimismus voran. Das wäre jetzt meine Folgefrage gewesen, ein intensiver organisatorischer Part. Ich glaube, du hast dir auch im Frühjahr wahrscheinlich den Sommer, was die Kaderzusammenstellung angeht, etwas entspannter vorgestellt. Gib uns mal da mal deine Einschätzung. Wie zufrieden bist du jetzt mit der neu formierten Mannschaft? Du warst ja letzte Woche mit in Polen, hast du gesehen. Ja. 2 Spiele. Ja, was sagst du zu unserem neuen Kader? 7 sind geblieben, 6 neue kamen hinzu. Ja, in der Tat war das alles anders geplant. Wir waren auch mit unserem Trainer Cedric Ennard. Im Prinzip ab Januar haben wir an dem neuen Kader gearbeitet. Das ist ja, ich habe ja vor Jahren gesagt, wenn ich irgendwann mal mit dieser Tätigkeit aufhöre, dann ist der erste Grund, sind die Spielerberater, die Agenten der Grund, weil die treiben dieses Karussell immer weiter voran. Früher ging es im April, Mai los. Jetzt fangen wir ja schon, ich kann mir schon Ende Oktober, wenn die Saison losgeht, im November fangen schon die ersten Telefonate an und wer wo hingeht und ob wir nicht da und so weiter. So dass wir also im Prinzip im Januar schon daran gearbeitet haben. Wir hatten eine Idee von einer zukünftigen Mannschaft, von einem Kader, nämlich viele Spieler, die bei uns schon 2 Jahre, 3 Jahre sind, deren Verträge auch vorzeitig über mehrere Jahre zu verlängern. Ruben war einer davon, Marek Sotola, Cody Kessel, Tim Kahl. Alle diese Leute in Form, sozusagen die Verträge vorzeitig zu verlängern, sodass die noch mindestens noch 2 Jahre im Verein spielen, sodass man gemeinsam eine Periode von 4-5 Jahren dann hat. Grankin hatte noch einen Vertrag, Petsch hatte noch einen Vertrag, sodass wir die Konstellation, die war, dass mindestens 8 bis 10 Spieler gemeinsam hier bleiben und noch 2 Jahre spielen und wir diesen großen Vorteil des Eingespieltseins, was uns in der letzten Saison am Anfang zum Beispiel sehr geholfen hat, auch wirklich ausnutzen können. Und dann kam am 24. Februar der Krieg in Ukraine und damit hat sich vieles auch bei uns verändert und damit auch eine Überraschung. Wir haben es sehr gut auch mit den betroffenen Spielern hingekriegt, dass dadurch keine Unruhe in die Mannschaft reingekommen ist,
mach keinen Hehl daraus, dass auch Interviewanfragen von Ihnen an Grankin, wie verhält er sich, was ist mit dem und so weiter und so fort, dass wir das alles sehr gut gemanagt haben, sodass er in Ruhe hier weiterspielen konnte, dass das für ihn keine einfache Zeit war, können Sie sich ja vorstellen. Für uns als Club auch nicht, weil natürlich haben wir eine politische Position zu dieser Situation dort, natürlich verurteilen wir diesen Krieg, aber wir verurteilen nicht den einzelnen Menschen, schon erst recht nicht den einzelnen Sportler, der dafür nichts kann. Und insofern war das ganz wichtig, diesen Spagat hinzukriegen. Das haben wir auch geschafft. Es war viel mehr drumherum los, als sie das vielleicht dann an die Öffentlichkeit gekommen ist oder wir das zugelassen haben, weil wir einfach auf eine gesunde Zusammenarbeit in allen Teilen des Vereins und auch mit den Spielern zurückgreifen konnten. Und insofern war das enorm wichtig, gerade in dieser Saison, wo das so schwierig war, wo wir mit Friedrichshafen und Düren zwei richtig schwere Gegner hatten, das hat man auch in den Endspielen gesehen, dass wir das dann auch erfolgreich bestehen können. Insofern, es war alles anders gedacht. Ich dachte, ab Mai kann ich dann Urlaub machen. Herr Engelhardt macht die Sponsoren und ich fahre dann an meinen Attersee und habe endlich mal dann Ruhe. Aber es kam dann doch anders, sodass tatsächlich ja, über 3 Monate wirklich Fulltime-Job war. Zum einen die finanzielle Situation, die ja erschwert wurde durch diesen Krieg und dann die Folgen, die es sich auch daraus für die Wirtschaft entwickelt haben, die wirtschaftliche Situation des Vereins sicherzustellen und dann auch 6 neue Spieler zu suchen und zu engagieren. Und wir waren damit auch relativ spät, weil normalerweise heutzutage im Mai anfangen, die halbe Mannschaft zusammenzustellen, ist fast unmöglich. Aber ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben eine völlig neue Situation. Wir haben viel Potenzial in dieser neuen Mannschaft. Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal genau darauf zu sprechen. Ich bin sehr froh, auch das, was ich in Polen gesehen habe. Ich lasse mich auch nicht von diesen beiden Niederlagen jetzt beeinflussen. Das Spiel gegen Sabalice hätte auch genau 3-0 für uns oder zumindest 2-1, 3-1 für uns ausgehen können. Da hat man gesehen, dass die Mannschaft noch weit weg ist davon, von einer guten Zusammenarbeit. Da fehlen noch viele Automatismen. Aber das Potenzial, das individuelle Potenzial ist da. Die Köpfe sind da. Ich glaube, für uns wird in der kommenden Saison, man denkt ja immer in 2 Ebenen, einmal das Spielerische und einmal das Mentale. Das Mentale wird für uns das Entscheidende sein. Das Spielerische, vom Potenzial sind wir sogar teilweise besser als im letzten Jahr. Aber das Mentale, diese Killerinstinkte entwickeln, Führungsspieler zu entwickeln, ist eine hochinteressante Aufgabe, erst natürlich für den Trainer und auch natürlich für uns als Verein, die alle mit daran arbeiten, 2, 3 Spieler zu entwickeln, die in dieser eine Hierarchie, eine Hackordnung, Leistungssport ist so definiert, dann auch bilden, die dann in den entscheidenden Momenten dann auch zuschlagen können. Ich habe immer die Spieler, die bei uns sind, kennen zwei Leitmotive von mir. Das eine ist Glaube, hart arbeiten, ausführen. Und das zweite ist, große Spiele brauchen große Spieler. Das hat man am besten jetzt bei der WM gesehen, wo alle dachten, Polen kann zu Hause vor 15.000 Leuten nicht gewinnen. Aber deren großer Spieler war kein großer Spieler an dem Tag. Und das war nicht zum ersten Mal so. Und Italien hatte 2 große Spieler, die das dann für sich entschieden haben. Insofern, das müssen wir jetzt entwickeln. Wir haben auch letztes Jahr gewonnen, wenn Sie sich erinnern, dass Tuja reinkommt, nachdem er ein halbes Jahr nicht gespielt hat fast, und in Friedrichshafen das umdreht. Das war Tuja, der das 4. Spiel maßgeblich in Friedrichshafen umgedreht hat. Nicht, weil er körperlich der Beste war oder technisch, sondern weil er das Mentale mitgebracht hat. Er wusste, das ist ein Endspiel, da muss ich anders agieren. Und das wird die Herausforderung sein, dass wir hier jetzt aus dieser jetzigen Mannschaft Leute entwickeln, die dieses Gen, ich bin der Killer,
Ich bin der Führungsspieler hier. Ich bin derjenige, auf den man sich bei großen, wichtigen Spielen verlassen kann. Das wird das Entscheidende sein. Von der volleyballerischen Seite sind wir, denke ich, top besetzt. Und da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Vielmehr ist das Mentale und diese Verantwortungsübernahme, um in entscheidenden Momenten entschieden zu agieren zu können. Jetzt, Cedric, Kaveh was talking a lot about the challenge building a new team. That this is the biggest task for the new season. You joined the team 3 weeks ago after a long summer with the Croatian national team. What are your first impressions of the new team and the preseason so far? My first impression, I think we all agree about the potential of the team. Kaveh was talking about potential, and it's true that we had a big challenge this summer to renew the team with the key players they left, and really good players joined the team. But now my feeling after 3 weeks, even if I was in contact with the Lucio during my summer with the in August with the Croatia, my feeling is a good feeling that the guys are pushing. They know that we have to manage a new team with many new players on key positions, and now it's time to work for sure. But the feeling is good. The mindset is good in practice. All of them. We have a really good behavior and mindset in the team. We have good workers in the team. And I'm sure and I feel that the guys are ambitious, and they know that this ambition requires big work in practice. So in the preseason now, I would say that we had a really good chance and good opportunities this summer to play against such good opponents, starting with the Roselaar here in Berlin, two games, and then two really high-level tournament in Poland. And okay, the results were not always positive, but for me, in my eyes, most important now was the opportunity to play against such great teams, just to show to the team that potential is here, yes. But we need to work to reach this level we need to compete first in Bundesliga and then to be ready for Champions League. We had great opponents, and it shows expectations we need to get and to put in every practice to work around this potential. Potential is one thing, but then how to play and how to show this potential really like efficient on the court. This is the second step. So the preseason is okay. You just need to, with this new team, to just don't focus too much. It's always good to focus a little bit on the results, for sure. We want to be competitive, but good to make the focus on the process at the moment, not to be too impatient, but to go full in the process. And this is these are my words at the moment with the guys, just to continue to push, because they are pushing and they are working hard. So we just need to continue on this way. A big part of the process is the first official game on the weekend. We will face our German opponents in Hildesheim at the Bounce House Cup. Yeah. So what do you expect from this tournament, especially looking on playing such a frequency of games, 3 games in 3 days? So yes, what are your expectations from this new tournament? I would say first that 3 games in 3 days, now in volleyball, it's especially for the international players, it's really common. There is no big trouble about that. They are used to with the VNL or Golden League or all these competitions, they play so much, so the rhythm is not a big problem. But I expect now, for sure, it's the first official competition we start,
And I expect first what I said just before, because it makes sense to continue to work and to work and to fix point by point what we need to fix, starting with the basics from the game, and then to compete to win the trophy for sure, because it's in the DNA of the club, and I think the former players, they know that, and the new players they will, I think they learn already, they know that coming here, they know what is Berlin, and we have to start each competition with the idea and the motivation to win it. So starting with the Super Cup, it's early in the season. We are not ready, but I guess other teams, they are not ready as well, 100%. So yeah, I'm expecting to go and to start to be really competitive this weekend. Kaveh, jetzt treffen wir ja am Wochenende quasi alle Bundesliga-Gegner. Du hast gerade dem Volleyball-Magazin ein Interview gegeben, bei dem es auch um die Lage der Liga ging. Vielleicht an der Stelle auch nochmal deine Einschätzung zu der Problematik der wenigen Mannschaften, die ja sowohl Fans als auch die Medien umtreibt. Ja, erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Gießen bedanken, dass sie das hier so ein Turnier, was nicht einfach zu stemmen ist, im Prinzip die gesamte Bundesliga zu Gast zu haben und an drei Tagen so ein Turnier auf die Beine zu stellen, das ist eine großartige Leistung. Reiht sich ein in die Arbeit, die dort vor Standort, am Standort seit Jahren jetzt geleistet wird, um einfach das Produkt Volleyball dort zu entwickeln. Also es ist herzlichen Dank dafür, es ist wirklich toll. Ja, für uns ist das ein gutes Vorbereitungsturnier. Wir brauchen jetzt viele Spiele. Deswegen haben wir das Vorbereitungsprogramm dieses Jahr auch ein bisschen anders gestaltet als in den vergangenen Jahren. Wir sind jetzt seit 3 Wochen im Prinzip jedes Wochenende unterwegs mit Spielen und Turnieren, weil die Mannschaft, die stellt sich jetzt neu zusammen und das beste Training ist Spiel. Und je mehr Wettkampf näher ist, ist das umso besser. Insofern ist ein sehr willkommener Anlass für uns weiter an unseren Abstimmungen, an unseren Prozessen, an unseren Aufgabenverteilungen, auch an dem Mentalen zu arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass die Spieler, die jetzt vorangehen wollen, auch bei solchen Spielen schon anfangen zu zeigen, welche Rolle sie in der neuen Mannschaft übernehmen wollen und wie sie vorangehen wollen. Insofern ist das ein tolles Turnier für uns. Und ganz klar ist, wir sind nicht so eingespielt, wie wir das im letzten Jahr beim Supercup waren. Da war komplett dieselbe Mannschaft, mehr oder weniger, die ein Jahr vorher Meister oder ein paar Monate vorher Meister geworden war. Das wird jetzt holpern und stolpern, aber das ist nicht schlimm, das gehört mit dazu. Ich möchte nur von der Mannschaft sehen und von den Einzelnen, dass sie ihre Rollen langsam einnehmen und diese Verantwortung übernehmen. Ja, nochmal nachgehakt bezüglich der Ligastärke. Ja, das habe ich jetzt leider vergessen, war zu fokussiert auf uns. es ist natürlich, wie ich das auch in dem Interview gesagt habe, ist natürlich nicht schön, mit 8 oder 9 Mannschaften anzutreten. Da sind wir alle gefragt, aber auch in erster Linie auch die Volleyball-Bundesliga, VBL, ist gefragt, hier Standortentwicklung zu betreiben, weil wir wissen, dass es 2, 3 durchaus ambitionierte Städte gibt, die gerne aufsteigen würden, aber sich noch nicht richtig trauen. Wir haben es alle gemeinsam am Ende der letzten Saison versucht. Das ist uns nicht gelungen. Vielleicht war die Zeit auch zu knapp. Jetzt haben wir genug Zeit. Jetzt müssen wir da dran gehen, dass wir diese Scheu diesen Verein nehmen. Und die Beispiele Lüneburg und Gießen zeigen ja, dass es geht, dass man die Standorte auch entwickeln kann, auch bei uns vor der Haustür. Ich würde mir, ich habe das vorhin Herrn Becker in unserem Smalltalk gesagt, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich
den Netzhoppers nach Potsdam gehen, in eine größere Halle gehen und dort in Potsdam, Brandenburg ist das Potenzial für Volleyball allemal da. Das haben die Frauen jetzt unter Beweis gestellt. Und dass sie versuchen, mit den Frauen gemeinsam, was gibt es Schöneres, dass man zeigen kann, dass wir die einzige Sportart in der Halle sind, die, wo Männer und Frauen gemeinsam so erfolgreich sein können. 5 Spiele über die ganze Serie, die Endspiele des letzten Jahres oder der letzten Saison. Keine andere Hallensportart hatte das, auch Fußball hatte das nicht. Dass beide Spiele, Finals oder Finalserien ausverkauft sind, mehr oder weniger, die Hallen gefüllt sind, wir entsprechende Medienresonanz haben, das müssen wir doch nutzen. Und das wäre doch ein Ansatz, das zu machen. Und so müssen wir Standort für Standort uns entwickeln. Wir werden eine große Chance haben, ab der übernächsten Saison auf die neue Streaming-Plattform zu gehen. Das wird uns nochmal eine größere Aufmerksamkeit bringen, weil das wird, wenn alles dort gut und richtig gemacht wird, die Plattform des deutschen Spielsports werden außerhalb des Fußballs. Und insofern, die Chancen sind da, die Potenziale sind da, man muss sich ein bisschen trauen. Wir müssen perspektivisch auf mindestens 12, wenn nicht 14 Mannschaften kommen. Das ist die Zukunft des Volleyballs. Und da ist auch natürlich auch die Nationalmannschaft und der Verband gefragt. Und da wird ja auch jeden Tag, hörst du nur, der hat gekündigt, der ist weggegangen und die Pleite ist noch dazugekommen. Das sind alles keine schönen Nachrichten für den Volleyball. Für eine Sportart, die so begeistern kann. Ich habe Gänsehaut gekriegt, trotz meines hohen Alters und trotzdem ich fast 40, 45 Jahre hier arbeite. Wenn ich sehe, in Ljubljana sitzen 12.000 Mann, 2.000 Kilometer entfernt sitzen 15.000 Mann und sind begeistert für diese Sportart und wir kriegen es hier an etlichen Stellen nicht gebacken. Das ist nicht schön. Und das Potenzial ist da, der Wille muss da sein, der Mut muss da sein. Und wir müssen uns da unterhaken, damit wir Verband und Liga dieses Produkt nach vorne kriegen. Also, weil du es angesprochen hast mit der neuen Streaming-Plattform, dazu vielleicht noch ergänzend. Also ab der Saison 23/24 wechseln wir ja dann zu, der Name ist ganz frisch, Dein ist es, glaube ich. Der Arbeitstitel zuvor war S-Media von Christian Seifert. Genau in dieser Saison laufen noch alle Spiele in der Bundesliga oder national auf Twitch, in der Champions League auf Sportdeutschland TV. Cedric, Kari was talking about the situation in the league and the number of teams. Yes, Bundesliga is one part. One important other part is always Champions League, because I know it's inside the team always a big topic, what is possible in our next Champions League season. Yes, the drawing of lots is now ago, I think, 2 weeks, and we will face Aluran Chavici, which we played in Poland last weekend, and from Turkey, Halkbank Ankara. And the qualifier team we are still looking for. Yes, what are your expectations about the Champions League this season after having a great campaign last year? Yeah. Now the draw, about the draw, I think we have to talk about vigilance, because the name on the paper, it's not, yes, we won't play Lube, Perugia, Zaxa, but if you are really inside volleyball and if you check, if you know the process of each team, Zawiercie is now in Champions League and they had to compete in Plusliga in Poland last year. This club is growing since 4 or 5 years. They are really ambitious and they reach the Champions League competing against like strong team in a strong championship. So means a lot. It means a lot, and we saw in the friendly tournament that we are not so far from we are on the same page, I would say. After the tournament, we lost, yes, but it was so tight, and still at the moment we are not playing with the full power of the team, I would say. So they don't play as well, but we are on the same page. So. About Zawiercie, just warning, because it's not a famous name in Champions League, but it's a strong team and strong club. And about Halkbank Ankara, they built a great team.
with a really good diagonal with the setter and the setter and opposite. Nimir is now, Abdelaziz is now the opposite of this this team. He was in Modena last season. One of the best opposite in the world, no doubt. American setter, and then around strong Turkish players from national team. I played against them with the Estonian national team, with Croatian national team. So I know them very well and which level they can reach. And with another foreigner who is Nico Bruno, good outside hitter, Argentinian outside hitter. So strong team, competitive team. But I think the pool is open. We have to first of all to build our team, to build our game, our identity, and then will be time to compete in this pool. And the pool will be open for sure. We will wait for who's going to be the last qualified team in this pool. But the pool is open. So really excited to start this new campaign with this with our new team, and yeah, really excited. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass der Champions League-Modus leicht verändert hat im Vergleich zur letzten Saison. Es wurde eine Playoff-Runde eingeführt. Das heißt, sowohl als Zweiter als auch als Dritter hat man noch die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen. Fünf Mannschaften, die fünf Gruppenersten ziehen ins Viertelfinale ein. Drei weitere werden dann in dieser Playoff-Runde ermittelt. Die weiteren Teams rutschen dann in den CEV-Cup, also die europäische Reise kann da auch noch weitergehen auf diesem Wege. Ansonsten würde ich jetzt an der Stelle das Podium hier beschließen und ja, die Runde für Fragen öffnen, wenn es dann noch welche gibt. Dann fangen wir an mit Herrn Kern vom Neuen Deutschland. Ich würde die Frage vielleicht kurz für den Stream wiederholen, damit die Zuschauer zu Hause auch wissen, worum es geht. Vielen Dank. Nochmal eine Nachfrage an Herrn Jürgenmann zu der kleiner gewordenen Liga. Man wundert sich so ein bisschen, warum es in anderen Ligen trotz der Corona-Pandemie kaum am Ende Teams getroffen hat, die dann in die Breite gegangen sind, aber im Volleyball dann eben schon mehreren Fällen. Können Sie sich das erklären? Liegt es an der Liga, liegt es an lokalen Gegebenheiten? Warum hat es die Volleyballer mehr getroffen als andere? Ja, es geht um Ursachenforschung bezüglich Corona, warum der Volleyball mehr oder überhaupt Vereine verloren hat im Vergleich zu anderen Ballsportligen. Ja, ich kann mir das natürlich nur von außen schwer erklären, weil ich bin nicht jetzt in den Details, aber grundsätzlich würde ich sagen, weil die Etats der Volleyballer grundsätzlich ja auch niedriger sind als die Etats der Handballer und Basketballer oder der Eishockey-Clubs. Und insofern, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, trifft es, wie sagt man so schön, die Ärmsten trifft es immer am ehesten oder am schnellsten. Und so kann ich mir das nur erklären. Und dann kam noch vielleicht der eine oder andere konkrete Punkt dazu, im Falle von Innsbruck, was sehr schade war. War es eben halt so, kann man ähnlich vergleichen mit Frankfurt, zwei Unternehmer, die gedacht haben, ich komme da rein, bringe ein paar gute Ideen und tue ein bisschen Geld rein und wenn ein Unternehmen angeworfen wird, werfe ich das ein und beide haben das nicht durchgehalten letztlich lange. Corona hat sie dann nochmal zurückgeworfen und nur so kann ich mir das erklären, dass A, die Ärmsten trifft es zuerst und B, zwei Standorte, die wo man dachte als Unternehmer, das kriege ich in drei Jahren ans Laufen und man dann die realen Probleme gesehen hat, nochmal extrahiert oder vergrößert durch Corona, sodass man dann aufgegeben hat. Weil einem Standort wie Frankfurt muss man nicht aufgeben. Herr Donek. Dazu noch eine Zusatzfrage. Sie haben die angespannte Wirtschaftslage für die Volleyballvereine angesprochen. Aber ist es da nicht, oder wäre es da nicht auch zeitgemäß, dass man vielleicht von dem Masterplan, der ja nun viele Vereine daran auch hindert aufzusteigen, dass man da ein bisschen von abrückt oder den irgendwie ein bisschen anpasst an die wirtschaftliche Lage? Das ist tatsächlich... Wiederholen wir mal kurz. Achso, Entschuldigung. Die Frage nach dem Masterplan, ob da nicht Anpassungen nötig wären,
um sozusagen mehr Zweitligisten den Aufstieg in die erste Liga zu ermöglichen? Das ist in der Tat gemacht worden. Also wir haben, sagt man so schön, die Hosen da wirklich versucht runterzulassen, soweit es ging, bis an den Rand dessen, wo du dann möglicherweise von einer Präsentation nicht mehr von einer professionellen Präsentation mehr sprechen kannst, also LED-Banden oder abgesetzte Volleyballfelder und so weiter. Also die Liga als Organisation, die VBL, aber auch alle Vereine, die jetzt, die in der Phase sehr eng miteinander auch kommuniziert haben, waren alle bereit, diese Konzessionen zu machen, sodass diese erste Hürde leicht genommen werden konnte. Aber die Vereine haben sich das noch nicht zugetraut. Insofern meinte ich ja vorhin, wir müssen jetzt mit denen den Winter ausnutzen, damit wir alle die Bedenken aus dem Weg räumen und diese Vereine, die wirklich an guten Standorten sind, wo Volleyball auch Tradition hat, wo man das auch entwickeln kann, auch entwickelt werden. Das sind Regionen, die reich sind, die wirtschaftlich ganz vorne in Deutschland dastehen, wo der Sport gefragt ist, wo der Volleyball eine Tradition hat. Und da gibt es gute Grundlagen, um das zu machen. Und das ist die Arbeit, die jetzt geleistet werden muss und nicht, so wie wir es im letzten Jahr hatten, relativ spät damit anzufangen. Herr Schalling? Eine Frage zur Entwicklung der Mannschaft, Herr Niromantin. Anknüpfend an Ihren Satz, dass große Spieler brauchen. Der Kader, diese 13 Spieler, fast hälftig mit 9 Spielern und Spielern, die hier machen. Wem trauen Sie denn diese Entwicklung zu, also eine Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft zu übernehmen und auch ein Publikumsliebling zu werden? Denn ich glaube, das ist auch wichtig, wie wir das bei Sergei Krankin und Benjamin Petsch gesehen haben, dass der Funke zum Publikum überspringt. Also wer ist da vielleicht in einer guten Ausgangsposition, in diese Rolle möglichst schnell hineinzuwachsen? Die Nachfrage bezieht sich auf potenzielle neue Führungsspieler und Publikumslieblinge, KW. Die Frage ist schwer zu beantworten, weil ich da viele sehe. Und das ist auch die Chance, die ich meinte. Das ist, während vielleicht im letzten Jahr von vornherein klar war, du kommst in die Halle, du weißt, ein Grankin spielt da oder ein Patch mit seiner Art, dann sind das schon die Typen. Dieses Jahr können es viele sein. Das sind viele. Ich könnte Ihnen 6, 7, 8 Namen jetzt aufzählen, die das machen können. Deswegen ist es auf der einen Seite, haben wir ein Riesenpotenzial, auf der anderen Seite muss sich trotz dieser Gleichheit aber trotzdem 1, 2, 3 herauskristallisieren. Das ist zwangsläufig. Wenn das nicht passiert im Sport, dann hat man immer in den großen Spielen dann Probleme, das Spiel erfolgreich für sich zu entscheiden. Und insofern, ich habe da jetzt keinen Einzelnen vor den Augen, der das sein könnte, aber ich habe da eine große Menge an Spielern, ein Riesenfeuer. Ich habe gestern zum Beispiel mittags eine Stunde mit einem Spieler von uns zusammengesessen. Sehr gutes Gespräch. In den letzten Jahren, wie war es? Die sind alle in die Halle, der alte Grankin, der macht das schon. Ja? Und dann hat man sich auch vielleicht mal fallen lassen. Jetzt muss jeder, ist gefragt, jeder muss den Ziegelstein anpacken, um das Haus zu bauen, um das Projekt Bear Volleys weiterzuführen. Und da sind auch viele. Vom Potenzial sind viele da, die das machen könnten. Und das muss sich jetzt nur rausstellen. Es muss einen Wettbewerb um die Führungsfiguren innerhalb der Mannschaft geben. Und das wird dann am Ende dem Ganzen helfen. Ganz kurze Nachfrage, wie kann man das auch befördern von Seiten des Managements, des Trainers und so weiter? Willst du das auch nochmal für dein Facebook? Welche Unterstützungsmaßnahmen, Förderungsmaßnahmen kann man da noch einleiten, um Führungsfiguren zu bilden? Wenn ich Ihnen das jetzt verraten würde, dann würde ich das Erfolgsrezept der Bear Volleys der letzten Jahre verraten. Das mache ich natürlich nicht. Aber eine gute Frage. How do you build the last year? Ja, Herr Donek nochmal. Da wir gerade von Erfolgsrezept gesprochen haben, in den vergangenen beiden Saisonpressekonferenzen, in den vergangenen beiden Jahren, war es immer so, dass es ziemlich eindeutig war, dass die Zielsetzung klar hieß, sowas, wir wollen wieder deutscher Meister werden.
Das habe ich heute noch nicht gehört. Wie steht es denn in der Zielsetzung? Gute Frage, Herr Donek. Ich hatte eigentlich eine andere Frage von Ihnen erwartet, traditionell, nach 30 Jahren. Also, kommt noch. Ja. Okay. Wenn Sie als Meister in die neue Saison gehen, werden wir garantiert nicht jetzt das Ziel haben, Vierter werden zu wollen oder sagen, reicht uns, wenn wir in die Playoffs kommen. Natürlich wollen wir um alle Titel mitkämpfen. Und wir haben auch das Potenzial, zumindest alle deutschen Titel zu gewinnen. Aber es ist ungleich schwer wie in den vergangenen Jahren. Da waren wir einfach als der Top-Favorit gesetzt. Jetzt hat's zum einen liegt es an uns, zum anderen liegt es an den anderen. Düren hat eine enorm starke Mannschaft, die werden am Anfang, die sind auch für mich zum Beispiel beim Supercup der Favorit. Weil das ist eine Mannschaft, die hat sich überhaupt nicht verändert. Also im Prinzip sind das genau dieselben Spieler. Und das ist enorm wichtig, das eingespielt sein im Volleyball, weil das braucht Zeit. Friedrichshafen hat die richtigen Konsequenzen aus dem vergangenen Jahr gezogen, ganz bewusst, ganz gezielt die Mannschaft verstärkt. Und dort auch die Schlüsselposition noch weiter behalten, sodass das Eingespieltsein möglicherweise dort weiter vorangeschritten ist. Auch eine Mannschaft wie Lüneburg und andere sind nicht hier zu. Also insofern, die Konkurrenz ist groß und wir müssen sehen, aus dem, was ich sagte, dass diese neue Equipe sich findet. Findet sie sich schnell und findet sie sich gut, findet sich die Hierarchie, finden sich die großen Spieler, finden sich die Führungsstrukturen, findet sich das Thema Leadership, wird das geklärt, sehr schnell, dann haben wir große Chancen, die Titel nach Berlin zu holen. Laufen wir dem hinterher, wird es ein Problem geben bei der Umsetzung dieser Ziele. Aber das Potenzial ist auf alle Fälle da. Becker hatte noch eine Frage. Sie haben schon sehr ausführlich geschildert, wie es dazu gekommen ist, dass der nicht geplante Umbruch dann doch ein Umbruch geworden ist. Meine Frage bei Granking leuchtet sofort ein, dass die Kriegsgeschichte für ihn vieles verändert hat. Die anderen Abgänge, haben die dann auch mit Granking zu tun oder sind das alles individuelle Geschichten gewesen, dass sie diesen Umbruch eben doch nicht vermeiden konnten? Ja gut, also, die Rückfrage noch einmal bezüglich der Abgänge aus der letzten Saison bei Granking, lag es auf der Hand. Wie kam es zu den anderen Abgängen? Wie sehr waren die gewollt? Wahrscheinlich in die Richtung auch. ist ganz relativ einfach. Wir bauen immer ein Haus, wenn wir eine Mannschaft bauen. Wenn das Mittelgeschoss rausgezogen wird, bricht das Haus erstmal kurz zusammen, bis man das wieder von unten aufbaut. Und so eine ähnliche Situation war das. Bei ein, zwei Spielern würde ich sagen, wenn Granking geblieben wäre, könnte ich mir vorstellen, dass die auch geblieben wären, wobei deren Entscheidung einen individuellen Hintergrund hatte. Petsch wollte aufhören mit dem Volleyball. Aber ob Granking geblieben wäre und er dann gesagt, doch, weil die verstanden sich ja natürlich so gut. Das ist jetzt im Bereich der Spekulation, das weiß ich nicht. Möglich ist es, vielleicht auch nicht. Aber er hat eine große Enttäuschung erlebt und der Stachel saß tief in dem Moment, wo der amerikanische Nationaltrainer, und das haben viele Menschen weltweit nicht verstanden, ihn nicht mit nach Tokio genommen hat. Das ist, für ihn ist dort eine Welt zusammengebrochen. Er hat es nicht gezeigt, aber ich weiß das, weil ich ein sehr enges Verhältnis zu ihm habe. Und daraus hat er für sich möglicherweise angefangen, eine andere Lebensplanung aufzubauen. Bei Tuija war einfach die Zeit gekommen, obwohl er wirklich als Figur natürlich immer da ist, aber er war in einem Alter, wo du ihn nicht mehr eine ganze Saison auf höchstem Niveau zumindest so setzen könntest. Immer von der Bank her ja, aber da gab es dann auch eine andere Lebensplanung. Bei den anderen, die jetzt nach Polen gegangen sind, sind wirtschaftliche Gründe. Da können wir einfach mit einer polnischen Liga nicht mithalten.
Und insofern gab es individuelle Gründe. Aber das Konglomerat, also uns hätte es jetzt nicht gestört, wenn zwei von denen geblieben wären und dann zwei nicht, dann hätte es ein ganz anderes Gefüge gegeben, als wenn plötzlich dann alles zusammenkommt. Dann noch eine Folgefrage von Herrn Kern. Von Coach, last year, it was already clear that he is the first setter, there's a certain order in the team. Now you have two new setters. Do you already have that order? Who's the first setter? Who's the second? Or is that part of that? What we also talk about the competition within the team for the positions, for the leading roles? In my eyes, there is always competition between players on all positions. But for sure, at the moment, Angel is the. In my eyes, the main one at the moment, because it's time. We are talking a lot about Sergei, about Ben, about Samu, and it was awesome to be with these guys and to work with them. It was so great. But now I cannot build my new team and my practices and my matchup with. We did like this with the Grand King, with the patch. No, we have to turn the page, and it's the new page, and we have to find a way. And that's why for me, to me now, Angel is important because of experience. He has big experience, international level with Spain, but also he competed in great championship, like, he played in France, in Belgium, but he was in Warsaw, in Poland. With a lot of responsibilities and pressure, and at the moment he's the guy I need to build the game on. But it's true that Johannes is also a second setter at the moment. Second setter, really important because he also did. I know that because he played in France, second division, but he did a really great championship last season. Many teams in France wanted him to play in first division as a first setter, and we have this chance this season to be with the two good setters. So yes, we have to play, and Sergei is not here anymore, but fine, it's done. Now next step, and let's build the game with these guys. And at the moment, Angel is the guy to lead the team. And but Johannes, I trust a lot also about what he can bring to the team. Every day, practice and game. Okay, jetzt haben wir ganz viel schon über Führungsfiguren und Leadership gesprochen. Kaveh, zum Ende noch ein Wort zum Kapitänsfrage vielleicht, bevor wir die Runde dann schließen. Ja, das war in der Tat eine Widerspiegelung der Diskussion, die ich gerade hier erläutert habe. Und auch nicht einfach. Cedric Hernard und ich sind seit 3-4 Wochen in Diskussion, wie wir das gestalten, und wir haben uns das bewusst offen gelassen, sodass wir zumindest einige dieser Vorbereitungsturniere hinter uns haben und auch die Mannschaft und alles kennenlernen. Dann haben wir uns gesagt, erstmal wollen wir dem treu bleiben, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, weil das hat uns sehr geholfen, nämlich einen gleichberechtigten Mannschaftsrat zu haben mit verschiedenen Aufgabenzuteilungen. Wir hatten das ja letztes Jahr so gemacht, dass im Prinzip Grankin so mehr nach innen in die Mannschaft, auf dem Feld, dass Ruben die Mannschaft und den Verein nach außen präsentiert hat, was er auch inzwischen sehr gut macht, und dass Ben Patch für die dritte Säule unseres Gesichtes oder von den drei Säulen, kennen Sie ja, Erfolg, Nachwuchs und soziales Engagement, dass Patch dann die dritte Säule sozusagen, dieses gesellschaftliche Engagement, was wir sehr aktiv auch betreiben, vertritt. Diesem Motto wollen wir auch weiter treu bleiben. Insofern haben wir uns lange überlegt, wer könnte welche Aufgabe übernehmen. Also es sind drei im Prinzip gleichberechtigte.
Spieler. Der eine ist Angel Trinidad, der wird die Mannschaft als Kapitän führen auf dem Feld. Ruben wird die Mannschaft und den Club nach außen vertreten. Und Cody Kessel wird sozusagen für das Thema gesellschaftliches Engagement sozusagen das Bild sein, wobei ich da auch hinzufügen muss, auch Ben Patch wird weiterhin diese Rolle übernehmen. Also nicht, dass Sie sich wundern, wenn er dann immer wieder mit auftaucht. Er gehört mit zum Club, er gehört mit zum Verein und er wird auch weiterhin hier auch aktiv sein. Der wird auch morgen Abend, wenn wir die Sponsoreneröffnungsfeier haben, wird er auch dort zu diesem Thema auch interviewt werden und auch sprechen. Also insofern denke ich, dass wir mit dieser Konstellation eine gute Wahl getroffen haben. Zum einen nicht die ganze Last auf eine Schulter verladen, weil wir haben in der Vergangenheit auch Erfahrungen gemacht, wenn wir bei BR Wallis Kapitän zu sein und ist nicht so, als wenn man bei irgendwie einem No-Name-Verein Kapitän ist. Das hat hier auch, ist auch eine Zeitfrage. Interviewanfragen, in Schulen gehen, zu den Sponsoren. Also es ist eine riesige Zeitfrage und das wollten wir aufteilen, damit auch nicht einer alleine diese Last tragen muss. Und insofern haben wir uns für diese Wahl entschieden und ich glaube, das ist auch die richtige Wahl und gratuliere natürlich auch beiden schon mal zu diesem neuen Amt und hoffe, dass sie das auch ordentlich ausüben werden. Ja, dann da noch ergänzend, Cody Kessel wäre heute auch dabei gewesen, ist aber leider aus Krankheitsgründen verhindert. Herr Donek hat jetzt noch ganz... Herr Niemann, beantworten Sie denn auch noch meine noch nicht gestellte Frage? Ja, mache ich gerne. Im Prinzip ist es so, dass wir in einer sehr glücklichen Lage sind, aufgrund auch einmal dieses Erfolges zu Hause und diese Atmosphäre, die über diese fünf Spiele gegangen ist. Und zum anderen hatte ich auch den Eindruck, die Stimmung ändert sich jetzt und es wird nächste Saison sehr schwierig für alle Vereine werden. Aber ich hatte den Eindruck, dass auch die Unternehmen, die gut durch die Corona-Krise gekommen waren und so weiter, auch irgendwo eine Euphorie in der Gesellschaft war vor diesem Krieg und so weiter und diese Stimmung, die jetzt da ist, so nicht da war, dass viele auch anerkannt die Möglichkeit hatten und auch anerkannt haben, tatsächlich, was wir geleistet haben und wir auch einen kleinen Aufwuchs auf unserer Einnahmeseite hatten, was leider jetzt durch die erhöhten Kosten, jetzt, die wir auch noch nicht ganz genau kennen, wie hoch sie sein werden, ein wenig aufgefressen wird sozusagen. Insofern, das ist das eine und das zweite ist, dass wir inzwischen mehrere hunderttausend Euro in das Nachwuchskonzept stecken, das ist von Jahr zu Jahr groß und größer geworden, sodass sich unser Etat irgendwo zwischen 2,5, 2,8, 2,9, je nachdem, was da alles auf uns zukommt, bewegen wird, wo auch die hohen Jugendnachwuchskonzept da drin enthalten sind, mit auch Meistertiteln, die wir in diesem Jahr für die SCC Juniors errungen haben und insgesamt die Berliner Vereine, weil wir zusammenarbeiten und weil wir dieses Konzept, was wir in den Berliner Markt gebracht haben, äußerst erfolgreich männlicher Nachwuchs gemacht wird. Und ich glaube, der Berliner Landesverband ist der einzige Verband, wo andere Mitglieder verlieren im Nachwuchs, Zuwachs hat. Und da habe ich schon Tränen in den Augen gehabt, das können Sie vielleicht auch nachvollziehen. In den vergangenen Jahren, wenn immer die Jugendlichen nach dem Training der ersten Mannschaft 18 Uhr kamen, da habe ich immer unseren alten Spirowski in seinen Händen in der Tasche gesehen. Da waren 3, 4 Jugendliche, die er trainiert hat. Letzten Montag, als ich da war, was waren da, 36 Jugendliche, die schon das Training der Männer störten, weil sie immer mehr wurden und immer mehr rankamen. Und das ist ein tolles Bild, das ist nachhaltiges Arbeiten und das kostet natürlich auch Geld. Ja, dann würden wir jetzt an dieser Stelle den
offiziellen Teil schließen und mit Einzelgesprächen fortsetzen. Und wir haben ja mit dem Trikot begonnen und deshalb würden wir auch mit dem Trikot enden wollen. Und dann, da Herr Engler ja seine Fotos schon gemacht hat, können dann direkt die Einzelgespräche starten und falls dann nochmal Fotobedarf steht, kriegen wir das so geklärt. Ja? Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Ach, schön. Mit dem herzlichen Dank. Ja. Ich marschiere direkt los.